Um Leute, yay, yeah, hello friends of Ray. So, wir sind mal zurück hier mit der Eurodual, Start Eurodual von Südexpress. Und ja, Mario hat immer genervt. Bin viel gefahren jetzt mit der in letzter Zeit und Mario nebenbei gebastelt. Und jedes Mal kam der Kommentar: Ja, wenn du Sound einbaust in Loks, die sind zu laut und so. Kennt ihr meine alten Ami-Videos? Oder auch meine Railcare Euro 4000 oder meine Blue Tiger, das sind alles laute Dinger. Ja, und da habe ich überlegt: Schauen wir mal, was wir da machen können. Ich habe gesehen, Max Superstars, Grüße geht raus übrigens, hat dann Simo 18x13 eingebaut, habe ich aktuell nicht da. Ich habe nur diese kleinen da, die sogenannten Sugar Cubes von Simo, die 1510x11 oder 15x10x11mm. Die klingen ja ganz gut, die habe ich in diversen Loks eingebaut. 8 Ohm sind das. Ja, machen wir das Ding auf, gucken uns das erstmal an. Wir können ja nochmal... Ja, machen wir das mal auf. Das. So, ich habe mir den Tank abgenommen. So, dann kommt der rein. Hier kann man jetzt sehen, auch 2 Sugar Cubes drin, allerdings mit einem Extrem. Ich zeige das mal eben. Wenn ihr den Schraubenzieher seht, da ist nicht viel Klangkörper. Wenn man das jetzt mit dem hier vergleicht, ist das Doppelte. Gucken wir, dass wir den hier irgendwo reinkriegen. Und dann schauen wir mal weiter. So, wie ihr jetzt sehen könnt, habe ich an den Lautsprecheranschlüssen, die Schaltung ist unten drin gewesen. Die habe ich abgeklemmt und habe jetzt hier 15x10x11 auf dieser Seite und auf der Seite. Hier sind noch Klebereste dran, das sind wie gesagt gebrauchte Lautsprecher. Und jetzt machen wir den Kasten zu. Und dann machen wir mal einen Soundcheck. Ah ja, die parallel geschaltet, 2x8 Ohm, dann wird er auf schön. Also Dieselmod Serie. Serienlautsprecher. Und jetzt mit den beiden Simo-Speakern. Gleich vorweg, ihr werdet gleich sofort den Unterschied hören. Die sitzen natürlich jetzt da und da, weil die Lok bekommt bei mir keine automatischen Pantographen, weil ich hatte ja erzählt, ich habe mir die Green Cargo in Vollausstattung noch vorbestellt. So, hört mal hin, klingt komplett anders. Ja. Das ist natürlich ein anderer Schmack. Das ist natürlich eine ganze Ecke lauter. Ich finde, so kann man die lassen. Mal sehen, was Marion sagt, wenn man hier nach Hause kommt. Bei ihr war das ja bald mehr Anliegen als mir. Wir können uns ja noch mal das E-Aufrüsten anhören. Dieses Sound auslaufen lassen. Aber ich finde das, so ist das schon eine Ecke besser. Ich habe auch schon
für die Green Cargo eine Idee, weil die hat ja weniger Platz durch die Antriebe von Pantos. Da habe ich aber auch schon eine Idee. Kann ich aber nichts sagen zu, weil da muss ich Lokführung haben. So, nochmal E-Antrieb aufrüsten. Okay, bis dann.